Yay, ich bin jetzt mal der PvP-Instanz gewechselt. Und ja, wir jetzt endlich die Gegner. Und ich kann euch ja gerade erzählen, was mir gerade passiert ist. Und zwar, ich wollte gerade eine neue Folge eigentlich anfangen. Die alte Folge beenden, allerdings beende sie jetzt doch nicht. Weil ich gemerkt habe, das hat Unglück. Und zwar ist mir gerade einfach, als ich, weil ich nämlich die Gleitersequenz unbedingt zeigen wollte, aber es hat zu lange gedauert für die Folge. Mir ist nämlich einfach mitten in der Gleitersequenz der PC abgestürzt. Und die Folge ist jetzt natürlich Müll, weil der PC... Oh, fuck, ich hab kein Gefährten. Ey, warum habe ich kein Gefährten? Oder kann ich den hier nicht rufen? Doch. Warum habe ich da keinen Gefährten dabei? Wahrscheinlich, weil ich auf dem Gleiter ausgelockt wurde. Der das nicht mehr gezählt hat. Wahrscheinlich gezählt, dass ich dann irgendwie kein Gefährten einfach dabei hatte. Warum kriege ich ja dort diese scheiß Leiter? Ja, auch schöner Bug. Lad die Karte. Lad die Karte, ich will wissen, ich will zeigen, wo das ist. Hier. Eigentlich hier direkt am Rand. So, direkt der nächste Gegner. Also es lohnt sich wirklich hier eine PvP-Instanz zu wechseln, weil da einfach kaum Leute drin sind. Ich glaube, weil die meisten einfach wirklich PvE-Instanz nehmen. Besser ist natürlich, wenn ihr hier auf dem Server seid, wo nicht so viele Spieler sind. Zum Beispiel, ich glaube sogar momentan hat Junker Sport sogar ziemlich wenig Spieler. Ist auch der T3M4 ist wirklich ein Server, der hat ziemlich viele Spieler. Da wird es, glaube ich, unmöglich sein, diese Quest hier so zu machen. Da sollte man doch wirklich lieber die Weltboss-Scheiß nehmen. Oder halt Glück haben. Oder halt auf PvP wechseln. Dann hat man vielleicht eine Chance, aber PvE glaube ich nicht. Und ohne Gefährten sowieso nicht. Habt ihr ja gesehen. Ich muss ein Veni-Pack dafür nehmen. Also, der erste war hier, der nächste, der zweite war da, der dritte ist dann bestimmt irgendwo hier wieder oder da. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, direkt wieder nächster Gegner. Die Gegner sind meistens immer an denselben Stellen, also ich denke mal, der wenigste wird da Probleme haben, die zu finden. Die zu finden ist wirklich hier ziemlich einfach. Wenn diese zwei Gebiete, wenn immer wieder diese zwei Gebiete, immer wieder die Instanz wechseln. Ich weiß gar nicht, ob die eine Respawn-Zeit haben. Ich probiere es nachher mal aus. Ich wechsle nachher mal wieder die Distanz. Schau mal, ob die anderen wieder respawnt sind. Weil sonst könnte man sehr mega geil farmen. Einfach immer wieder in diese Gebiete abgehen und dann halt immer wieder. Okay, bis gleich. Nächster Gegner gefunden. Auch wieder. In der Weißfelswüste. Also im PvP-Gebiet findet man wirklich sehr, sehr viele Gegner. Weil da einfach kein Mensch ist. Ich bin der Einzige hier. Wenn wir jetzt mal gucken hier, wie viel sind denn rot normal? Ich sagte, wie viel sind denn rot normal? Ich habe jetzt gerade noch was geguckt. Ihr seht hier 16 Spieler und davon sind 15. Oh, rot wird hier. 15 in rot 1. Das ist 25 Skill, 1 war blablabla besiegt. Ich bin hier für irgendwas. Und dafür gibt es da wieder 1 von diesen Teilen. Jetzt haben wir 12. Geil! Ja! Ein weiterer Gegner. Ja, du kannst die hier echt abfarmen. Die werden hier zugespissen. Ich habe mir gedacht, die spawnen selten. Ich habe gedacht, davon gibt es total wenig. Ich kann euch auch mal die Koordinaten zeigen. Ich glaube, hier haben wir noch keinen gefunden bisher. Ja, dann wird das ja total einfach, die zu finden. Und ich dachte, ich schaff's gar nicht mehr. Der 20. Noch meine Information machen wir 20. Also M. Hier auf der Karte. Bei minus 24, 27, minus 14, 29. Oh, echt ein paar Zentimeter weiter ist hier direkt schon das nächste Vieh. Ich bin wirklich. Ich kann mal ganz was auf der Karte. Ich war gerade hier ungefähr. Und jetzt bin ich hier direkt das nächste Vieh. Sie werden hier PvP-Gebiet in den kriegst du unendlich viele Viecher. Scheiße, wo packt das rum? Scheiße, warum lag so? Ich höre gerade alle Sounds doppelt und dreifach. Der PC, ach scheiße, der PC wird schon wieder so warm, ey. Der steht bestimmt gleich wieder ab, ey. Scheiße. Ja, letzte Folge ist wieder PC abgestürzt. Hab ich erzählt. Also Karte. Muss ich einfach nur drücken. Deine war gerade hier, der nächste ist jetzt hier bei minus 23,5 und 13,00.
Du sagst, das ist auch noch einer? Nee. Yeah! Nächster Gegner! So ein scheiß Bug hier, bitte. Irgendwie ist das Spiel auch gerade irgendwie ein bisschen kaputt. Läuft aber beim PC schon wieder nicht. So, ich habe gerade mal Kopfhörer abgenommen und ich habe mal geguckt, ob mein PC lüftet. Ja, er lüftet. Das ist ein guter, guter Hinweis. Denn ich muss gucken, ob der, das ist ja nicht mal eine Warnung, dass er hier so kommt. Ich glaube, das liegt doch auf dem Vollbildmodus. Ich glaube, ich habe schon mal einen gefunden. Bei minus 18:35 und minus 11:44. Ein paar Meter weiter ist direkt schon wieder der nächste Gegner. Schon wieder dieser komische Bug. Irgendwie glaube ich, das Spiel ist einfach nur kaputt. Und irgendwie kommt auch an dieser Stelle immer der Tonfehler. Hoffentlich nimmt er den Ton noch richtig auf. Scheiße. Gut, ich glaube, ich brauche sowieso nicht. Wenn er nicht alle. Wenn er nicht alle aufgenommen hat, dann ist es auch nicht so schlimm, weil ich brauche die sowieso nicht alle zeigen. Ich zeige sie trotzdem alle, wenn es geht. Oder einfach ein Pass besiegt. Geil. Mit dem kann ich noch plündern. Also der ist jetzt. Der andere war hier, glaube ich. Jetzt ist der hier gewesen. Ich laufe schon mal ein bisschen weiter. Jo, hier ist direkt schon der nächste. Der hier übrigens auf dieses Wings direkt beim. Den Außenposten. Das ist der Gegner, den ich immer wieder gesehen habe in der Kiste. Da kann ich euch direkt nochmal gleich die Kiste zeigen. Hier sehe ich auch nochmal so ein Vieh. Das war nämlich der Gegner, den ich damals immer gesehen habe, als ich die Kiste gezeigt habe. Ich weiß nicht, ob ihr noch erinnert. Oh, habe ich das in der Hautfolge gemacht? Ich glaube, ich habe das sogar in der Hautfolge gezeigt. Aber es ist ein Original-Let's Play. Oder der Story. Irgendwie hängt sich das Sound hier dauernd auf. Ich weiß nicht warum. Also, hier war er aber nicht am Rand der Karte. Hier war er gut auch ein bisschen am Rand der Karte, aber trotzdem nicht ganz am Rand der Karte. Hallo, Trickplanerin. Also, wie gesagt, bei den Koordinaten minus 10, 30, 570. LOL. 1, 2, 3. Krass. Direkt drei Gegner auf einmal. Ich glaube, ich habe sogar jetzt alle. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich bin jetzt nämlich einfach nur um den Berg immer rumgelaufen. Gut, dass ich das gemacht habe, Alter. Gut, dass ich diese Idee hatte, auf den Berg aufzusteigen. Ich hatte mir kurz dran. Ich habe kurz gedacht, ach komm. Ich würde eigentlich nur die Kiste holen. Ich habe dann gemerkt, dass da der Gegner da. Dass da ein Gegner war. In der Kiste kann ich übrigens auch mal kurz zeigen, was da drin war. Fuck, Freak, warum heizt mich nicht? Freak, heil mich! Ich sterbe ja fast. Tweak. Tweak. Wo bist du? Tweak. Ach, ich bin doch auch dumm. Ich weiß jetzt auch, warum ich Tweak nicht heilt, weil ich nämlich den auf. Weil ich den gerade auf passiv gestellt habe wegen dem scheiß Gegnern. Ach, ich bin doch blöd, ey. Wieder im Medipack verschwendet. Also. Was ist das hier? Guck mal hier. Überall. Also, wenn ihr die Farben wollt, geht auf jeden Fall in diese Position hier. Denn hier kriegst du die ja geliefert. Kriegst du ja, wirst du hier, wird's ja vollgemüllt mit. Der Berg ist ja wirklich vollgemüllt mit den Gegnern hier. Aber ein Pferd geschickt, glaube ich. Nee. Eine Rüstung. Oh, großer Einflussgewinn. Das war, glaube ich, in der Kiste gerade drin. Das hier. Läuft das besser. Okay. Und jetzt letzte. Alter, wie krass. Alter, direkt drei Gegner auf einmal. Geil. Ja, geil. Da können wir ja gleich aufhören, endlich. Erstmal gucke ich jetzt aber, ob der Ton richtig aufgenommen wird. Das hört sich echt komisch an. Weil irgendwie hängt hier gerade der Ton hier extremst. Hoffentlich stürzt er nur nicht dabei ab, weil das wäre echt schlimm. Hätte ich echt die ganze Aufnahme dann versaut.
Ich werde so machen, ich werde mehrere Schnitte drin machen. So sieht übrigens rot aus, wenn er noch alles lädt. Okay. Ich habe nämlich gerade noch kurz einen Schnitt gemacht und geguckt, ob die Soundqualität passt. Sie passt perfekt. Deswegen wechsle ich erstmal zu der PvP-Instanz und gehe zurück zum Quotien Fess. Ja, der PvE-Instanz. Okay, bis gleich. So, ich bin wieder in der PvE-Instanz und sehe, dass hier wieder Gegner ist. Was ist wieder? Ich glaube, der war vorhin noch nicht da. Also auf jeden Fall den Berg beim Lädaußenposten mitnehmen. Ganz wichtig. Jetzt habe ich gerade drei Post bekommen, deswegen gehe ich nochmal ganz kurz runter zum Außenposten und gucke, was das ist. So, und ich hoffe jetzt sowas, dass der PC nicht abstürzt. Ich fasse ihn gerade mal so an, der wird gerade wieder ein bisschen wärmer, aber der Lüfter, ich merke auf jeden Fall, dass er aktiv ist. Und ich höre es auch. So, bitte stürzt nicht ab. Was, warum kriegt der so viel Post? Bestimmt läuft jetzt gerade wieder alles ab. Ja, ey, was ist denn jetzt hier los? Ja, was ist denn? Was ist das scheiß Postfach? Ist hier keins oder was? Doch. War nur noch nicht geladen. Ja, was ist denn? Läuft gerade alles ab. Scheiße. Ach, verdammt, ey. Ich will das doch verkaufen. Neuerdings kriegst du die Schiffe nicht mehr verkauft. Ich will die unbedingt teuer verkaufen. Die Schiffe kriegst du neuerdings, seitdem ich das gezeigt habe, nicht mehr verkauft. Ich hätte es nicht zeigen dürfte, ich weiß. Jetzt müssen wir eigentlich noch 20 von den Teilen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, genau. Jetzt geht's nur ab zum Quotienfest. Wo ist er? Da. Jetzt glaube ich, der erste Gefährte, das hier die Botschaft ist. Was ist jetzt los? Achso. Ich wollte dachte schon. Das heißt wieder Absturz. Ich habe übrigens extra eine CD-Packung unter den PC gelegt, weil nämlich da und ein Lüfter noch da ist, der nach unten zeigt. Also nicht unten am PC dran, sondern so ein Lüfter, der so schräg nach unten zeigt. Und ich dachte mal, das wäre vielleicht eine gute Idee, eine CD-Packung einfach unter den Laptop zu legen. Ja, ich arbeite mit dem Laptop. Ich glaube, hier ist keiner von solchen Gegnern, weil das wäre, glaube ich, zu einfach, wenn hier einfach einer stehen würde. So, dann sprechen wir mal mit Quotien Fest. Ich weiß aber nicht, was dieses Terminal hier bringt. Hoffentlich verliere ich dadurch keine von den Teilen. Ich brauche einen Händler, scheiße. Ach komm, ich hole mir jetzt einfach schnell mal einen. Ich weiß, ich verschwende Zeit, aber ist mir jetzt egal. Ich muss mein Inventar wieder leer kriegen. Und ich glaube sogar diese drei Minipacks, die bei dir sind. Eisfahren auf gar keinen Fall verkaufen, ist wichtig. Gekte Technikteile brauche ich nicht, Farbkristall brauche ich nicht. Erforschungsgemisch 8. Ach komm, ich verkaufe den ganzen Scheiß jetzt hier. Scheiße, der Gegner kommt! Warte, guck mal, das ist gerade noch nee. Das kann man doch bestimmt teuer verkaufen. Zack. Haben wir ja bekommen von dieser alten Drohne in der letzten Folge, war das, glaube ich. Oder vorletzten. Letzte? Keine Ahnung. Ich glaube letzte. Dann sprechen wir mal kurz den Fest. Ich weiß gar nicht, ob der immer da ist. Oder bei diesen Dinger hier. Ich setze es jetzt nicht vor, weil es mir zu viel. Hallo. War die ja große Ehre für Zählerin? Ich habe Zählerin Trophäe. Ich habe eine der Jahre gegen Bestien auf Rot besiegt. 5 Zählerin Trophäen. Ich habe viele der Jahre. Ja, haben wir natürlich. Dann nehmen wir das. 2500 direkt. Das sind, glaube ich, 5000. 2000, ja, das sind immer 500 pro Stück. Welche andere Geschichte hat die Jägerin zu erzählen? Woher kriegt man auch diese Teile hier? Ich mal ganz kurz gucken. Die Trophäe kann man einfach so kurz. Das ist, glaube ich, von den Weltbossen. Ja, hier. Wir haben natürlich jetzt hier ganz viele von den Typen hier. Besiegt. Deswegen geben wir die jetzt alle ab. Hier, bitte. Nein, ich will nicht. Ihr habt gesehen, was wir... Ich dachte schon, ich muss jetzt hier doch noch einen Weltboss besiegen. Hatte ich gerade schon Schiss gehabt. Er fordert einfach Stufe 10. Ihr habt gesehen, wie sehr mich eure Zählerin mag. Seid ihr jetzt bereit, mir zu folgen?
Sage wird deine Jagd beenden und du kannst deine Trophäe nicht mal kurz. Was abbrechen? Deine Jagd beenden. Ja. Du bist wirklich günstig. Kein Zufall, dass sie unsere Wege verflucht hat. Kriegssprüche schließen sich die Jagd an. Beute hat unsere Beute. Die Beute ist unsere Beute. Bringt eure Truppen nach Odessen, dort werdet ihr mehr als genug Beute haben. Danke, großer Bursche. Nachdem ich meinen Wert unter Beweis gestellt habe, erwarte ich von euch dasselbe. Wir werden diesen Ort bald verlassen. Ich werde dich finden. Kannst du nicht euch sagen? Was ist jetzt schon? Ich höre zu Benjamin. Dann hätte ich mir ja den ganzen Scheiß nicht sparen können. Ey, warum soll ich das denn nicht beenden? Jetzt sind die ganzen Dinger natürlich weg, aber die jetzt alle abgegeben haben. Jetzt bist du ja eigentlich, ist er jetzt eigentlich schon unser Gefährte? Ach, fick dich doch. Ich kann nur zu ihm reisen. Wo lande ich jetzt, wenn ich zu ihm reise? Nee, er ist weg, seht ihr's? Er ist weg. Wo lande ich jetzt? War das richtig? Scheiße. Achso, ich lande sowieso auf Odessen. So, als ich mich zu ihm teleportieren wollte, wurde ich hierhin teleportiert. Direkt bei dem Typen. Und mein Droid ist gerade verschwunden. Ja, dann gehen wir doch mal hin zu dem Typen. Zum Admiral Ego. Auf der Punktepirsch. Gut, dass ich das mal geschaut habe, denn die ganze Zeit ist ja. Hätte ich lange gedacht. Du hast kurz überzeugt, sich eine Allianz anzuschließen. Ich hoffe mal, es geht auch weiter, aber das wäre ja sonst irgendwie zu langweilig. Was finde ich gut, dass man eine Alternative gibt. Furchtloser Krieger, berühmter Jäger, Überlebensexperte und respektierte Führungspersönlichkeit seines Volkes. Sogar der Jedi-Orden hat großen Respekt vor ihm. Nicht viele Trandoshaner werden in den Jedi-Tempel auf Tython eingeladen, nur um alte Freunde wiederzutreffen. Alleine die Tatsache, dass Kaizen mit uns zusammenarbeitet, sollte eine starke Wirkung bei jedem trandoshanischen Clan da draußen haben. Ach, Kaizen spricht für den aus. Ich frage mich jetzt eigentlich, woher der genau weiß, dass ich jetzt darüber reden will und nicht über was anderes. Ganz zu schweigen von den ehemaligen Kriegspirschern, die Quoze mitbringt. Derart mächtige Verbündete können wir gut gebrauchen. Ich glaube aber nicht, dass die Kriegspirscher, die er mitbringt, besonders hilfreich sein werden. Sie haben auf den Wunder eine schwere Niederlage eingesteckt. Würden sie jedoch die ehemaligen Kriegspirscher im Auge halten, die er mitgebracht hat. Sie haben früher die Schreckensmeister bekämpft. Absolut, Commander. Aber um sicher zu gehen, habe ich für sie alle psychologische Tests angeordnet. Schließlich war die Sache mit den Schreckensmeistern. Die Schreckensmeister hatten vorwiegend Kefes unter ihrer Kontrolle. Die meisten Kriegspirscher folgten seiner Stärke dann freiwillig. Wir haben also jetzt einen trandoshanischen Helden, der eine der stärksten trandoshanischen Streitkräfte der Galaxis anführt. Klingt für mich wie ein guter Tag, Commander. Das war's wirklich? Das war's? Auf der Punktepirsch. Oh Mann, ich will noch mein Quest machen. Das ist ja alle jetzt mal auf der Punktepirsch abgeschlossen. Was will ich jetzt nochmal genau mal gucken, ob wir noch mehr Quests haben? Ich brauche noch mehr Quests. Allianz. Ich finde, das ist eigentlich nur noch der Kriegsbeet-Scheiß, den Rest haben wir gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Und die DH4, die kann ich im Prinzip wegschmeißen. Mach ich nicht. Schattenbrut. Mach ich auch nicht. Warum mach ich denn den ganzen Scheiß hier alles noch drin? Was kann alles raus? Mach ich eh nicht. Ich habe doch gar keine Kiste aufgemacht. Skandal. Deswegen lasse ich mir übrigens auch nochmal die Heldenquests, wenn ich die auch nochmal machen soll. Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann holen wir uns doch erstmal eine Kiste. Körperrüstung des letzten Javel-Soldaten. Einfach nur Körperrüstung? Komischer Name. Wie sieht der denn aus?
So, das ist eine Körperrüstung, sieht irgendwie scheiße aus. Und hier große Einflussgebiet für Tweak. Wo ist der Reichweite? Wo ist der Tweak jetzt schon wieder? Wo ist Tweak? ETF? Wo ist Tweak? Das ist auch ein geiler Bug. Wie wird angezeigt, dass Tweak da ist, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist Tweak? Wo ist Tweak? Fick dich doch, ey. Scheiße. Ich dachte schon, er stört das Spiel ab, weil irgendwie der Tweak nicht da ist. Wo ist Tweak? Hallo, wo ist Tweak? BTF? Ist er jetzt noch auf Rot? Ach, da ist er. Oh, hab ich Schiss bekommen, dass der Tweak jetzt irgendwie verbuggt ist. Haben wir jetzt ein Kruzchen fest noch als Gefährten? Kruzchen fest, doch. Doch, vor allem. Genau. Er hat jetzt. Nitra. Oh, geil. Du bist extrem hässlich. Aber geil. Warte, oh, ich hab jetzt B gedrückt, scheiße. Wenn ich schon hier bin, kann ich auch direkt nochmal zum Handelsmarkt gehen, aber ich hole mal Tweak wieder, weil ich Tweak einfach geiler finde. Ich glaube, es ist auch schön, dass ich davon dazu verabschiede. Wenn ich, ob ich ohne Essen mache, müsst ihr entscheiden. Wenn ich, wahrscheinlich werde ich sogar auch noch machen, ohne dass ihr es entscheidet, weil ich irgendwie Bock auf ohne Essen habe. Nicht ohne Essen, Quatsch. Dings da, Oricon. Natürlich. Ohne Essen. Ob ich Oricon machen soll, müsst ihr entscheiden. Wenn ja, dann werde ich es machen. Wenn nicht, dann werde ich es vielleicht sogar auch machen, weil ich irgendwie sogar trotzdem Bock auf ohne Essen hätte. Nicht auf ohne Essen, auf Oricon. Ja, also schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Es gibt doch diese H4 da, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Die muss man ja machen, um den Leiter frei. Genau, ich könnte doch mal eine OP machen. Genau. Wenn ich schon Abonnent bin, dann kann man doch auch mal eine OP zeigen. Die Frage ist, welche? Ah, kann ich mir gleich mal überlegen. So, Leute, ich habe gerade mal gesehen, ich kann komischerweise nur Schreckenspalast machen. Oder kann man auch was anderes? Ich kann nur das machen. Ey, warum denn das? Warum darf ich nur Schrecken? Warum darf ich nur Schreckenspalast? Ach so, weil ich jetzt in 20 Stunden das aus. Aus dem Grund darf ich das jetzt in 20 Stunden wahrscheinlich machen. Hä, warum denn? Ey, ich verstehe das nicht. Könnt ihr mir das bitte erklären? Operationen sind komplexe, Einreihen Operationen. Warum die voll ein bisschen auf der Flotte um? Erfahrung, Credits und Auszeichnungszeit. Ja, oder muss ich das jetzt annehmen? Kann natürlich auch sein. Aber erstmal beende ich die Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Obwohl, warte, ich schaue nochmal ganz kurz nach, ob das klappt, wenn ich die theoretisch jetzt annehmen würde. Die Folge wird ewig lang. Und ich muss pinkeln. Aber für euch tue ich doch alles. Was laggt denn hier so? Seht ihr das, wie das hier rumlaggt? Das ist ja schlimm. Ich bin nur im Allianzbereich. Verloren ist. Oh, ist das ein Jedi? Ziff, nee, Ziff. Die Farbe passt irgendwie mehr zum Jedi. Ach, hier ist dieser Typ von der Sternfestung, ey. Scheiß Mission, ey. Egal, hier kommt sogar so ein Antrieb raus aus dem Gleiter. Das ist nichts, weiß ich. Das ist eine Höllenmission. Das ist ein Terminal an der Wand. Bringt aber nichts. Und warum ist hier diese Plattform? Kann man da irgendwie hin? Ich glaube nicht. So, Operationsterminal. Da. Ach, warum laggt das so? Alter, wisst ihr, seht das gerade, wie das laggt? Ich habe 3 FPS. Ich nehme das mal irgendeiner an. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich den theoretisch machen kann. Hallo, öffne das scheiß Fenster, ich muss pissen. Schließ die Operation ab. Schließ die Operation. Also wenn ich jetzt mal theoretisch zum Großhof annehmen würde. Und jetzt mal gucken würde. Kann ich den dann machen? Nein, könnte ich nicht. Drecksteil. Okay, dann beende ich die Folge. Das könnte er wieder rausschmeißen.
Dann, ja, bis bald. Solltest du das vielleicht auch mal ausmachen? Wäre eine Idee. Vielleicht mache ich auch nochmal Schreckenspalast, keine Ahnung. Aber Schreckensfestung, egal. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.